Kann ich mit 75 noch eine Erwerbsminderungsrente beziehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe heute eine interessante Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de, und zwar schreibt mir die liebe Hilde: Ich bin 75 Jahre alt und bekomme seit 17 Jahren Erwerbsminderungsrente unbefristet. Kann ich Kindererziehungszeiten neu anrechnen lassen? Ich habe fünf Kinder, alle vor 1952 geboren. Ich danke Ihnen herzlich. Meine liebe Hilde, das ist nicht möglich, dass Sie mit 75 eine Rente wegen Erwerbsminderung noch beziehen können. Entweder sind Sie tatsächlich 75 Jahre alt oder Sie haben sich verschrieben. Denn im Paragraphen 43 SGB 6, das ist das gesetzliche Rentenrecht, ist für die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung und die Rente wegen voller Erwerbsminderung ganz klar geregelt, dass Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung haben. Ja, für die volle EM-Rente ist es im Paragraph 43 Absatz 2 geregelt. Hier steht's, meine Damen und Herren. Einfach mal nachlesen. Das heißt also, unsere liebe Hilde kann gar nicht mit 75 eine EM-Rente haben. Sie kann gegebenenfalls dann, nachdem ihre Erwerbsminderungsrente ausgelaufen ist, eine Altersrente bekommen haben. Ich vermute eine Regelaltersrente. Und der Kern der Frage von Hilde war ja: Kann ich jetzt prüfen lassen, ob ich für meine Kinder, für meine fünf Kinder, die ich vor 1992 geboren habe, tatsächlich dann die Mütterrente 1 und Mütterrente 2 bekommen habe? Wenn ja, wie ist das ausgestaltet? Also, liebe Hilde, gar kein Problem. Sie können Ihren Rentenbescheid nehmen und können das prüfen lassen. Sie können also einen Überprüfungsantrag nach Paragraph 44 SGB 10 stellen und prüfen lassen, ob Ihre fünf Kinder tatsächlich erfasst sind und ob Sie für Ihre fünf Kinder jeweils bis zu 3 Jahre Kindererziehungszeiten erhalten haben oder auch die entsprechenden Berücksichtigungszeiten. Meine Damen und Herren, das ist an sich gar kein Problem. Was ich aber nicht machen würde: Ich würde jetzt also nicht wild losstiefeln zur deutschen Rentenversicherung oder dem Rententräger, der für meinen Rentenbescheid zuständig ist, sondern ich würde mir das erstmal selber zu Hause angucken in Ruhe. Oder wenn Sie damit nicht klarkommen, gehen Sie einfach zu einem Rentenberater oder Rentenberaterin vor Ort, natürlich gerichtlich zugelassen, und lassen das einfach mal für einen kleinen Euroschein prüfen, ob die ganze Sache in Ordnung ist und ob man da nicht sozusagen vielleicht mit einem Überprüfungsantrag hier noch eine ganz andere Lawine lostritt. Aber im Kern können Sie auch 30 Jahre alte Rentenbescheide nach § 44 SGB 10 überprüfen lassen, ob die der Rechtslage entsprechen. Aber wenn hier ein Fehler zu Ihrem Nachteil drin ist, der sich dann auch rentenerhöhend auswirken würde, kommen Sie in der Regel, ich sage in der Regel, nur 4 Jahre zurück und bekommen auch dann für 4 Jahre eine Rentennachzahlung und für die Zukunft eine Rentenerhöhung ausgezahlt. Aber das, meine Damen und Herren, sollte bitte niemals, niemals die Zielstellung eines Überprüfungsantrags sein. Das wäre nur die Folge eines erfolgreichen Überprüfungsverfahrens, wenn sich herausstellt, dass zu Ihren Lasten ein Fehler im Rentenbescheid ist, der sich dann auch rentenmindernd auswirkt, sondern die Aufgabenstellung muss immer sein, dass Ihr Rentenbescheid die rentenrechtlichen Zeiten der entsprechenden Gesetzeslage entsprechen, somit Sie einen rechtssicheren Rentenbescheid haben. Aber im Kern zwei Aussagen. Erstens: Erwerbsminderungsrente mit 75 Jahren ist in Deutschland nicht möglich. Also ich rede von der gesetzlichen EM-Rente nach SGB 6. Und jawohl, Sie können Ihren Altersrentenbescheid oder Ihren wie auch immer gearteten Rentenbescheid überprüfen lassen, ob dieser der entsprechenden Rechtslage entspricht und auch entsprechend berechnet worden ist und erfasst worden ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich hoffe, liebe Hilde, ich habe Ihre Frage beantwortet und Sie können jetzt beruhigt sein. Mein Tipp nochmal für Sie, ganz klar: Bitte nicht gleich zur deutschen Rentenversicherung oder zu Ihrem Rentenversicherungsträger gehen. Im Zweifel bitte gehen Sie vor Ort zu einem
unabhängigen Rentenberater. Der muss auch tatsächlich gerichtlich zugelassen sein. Alles andere sind keine Rentenberater nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat oder die Aussagen gefallen haben, dann einfach Daumen hoch. Können Sie auch gerne unseren Kanal abonnieren. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.